So. Hi. Hi. Hast du das Fluorid noch? Ja, hab ich noch. Konntest du dir das Crusher-Rezept noch angucken? Nee, gerade noch nicht. Ich muss das erstmal selber gerade gucken. Also ich würde einfach U auf das Fluorid machen und dann kriegst du die Rezepte angezeigt. Das Lustige daran ist, in meinen Too Many Items existiert das quasi gar nicht. Ja, genau. Das, was du mir gegeben hast. Das ist ein Bug, anscheinend. Aber daraus kannst du Fluoride Dust herstellen und aus dem Dust kannst du in der Enrichment Chamber das normale Fluoride von Gregtech herstellen. Ah, okay. Also ist so ein Umweg. Genau. Jo. Sollte also klappen. Ja, ich habe jetzt erst... Mal gucken, ob das vielleicht auch mit dem Fluoride wird. Weil das eigentlich ist das ja alles Mechanismus, was ich da mache. Also normalerweise müsste das ja gehen. Genau. Ist das nur der Bug vielleicht, der das... Oh Gott. Glatt verschluckt. Ja. Jetzt ist er schon wieder weg. So. Dann wollen wir doch eigentlich mal austesten. So, das war der Top Dome. So, nehmen wir die hier einfach noch mit. Und das hier war auch Dome Solid. Das hier ist Zylinder Solid. Jetzt erstmal seine Query. Drück mir die Daumen. Weiß ich nicht. So. Oh, er ist schon wieder geflogen. Was macht der denn? Der Ärmste. So. Dekokom. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe mir den Crafter von, den Bilder von René klauen können.
Okay, das klappt. Was für ein... Okay. Warum nimmt er denn den? Oh. Vielleicht weil es 96 ist? Ja, ich merke das schon. Also, irgendwie immer, wenn er mit mir in Gesprächen ist, zerhaut's ihm die Leitung oder so. Okay, ich glaube, wir müssen die ganzen Sachen hier neu setzen. Minus 96, 79, 79, 5. Jetzt wird's angezeigt. Okay, wie sind die anderen? 0 und 11. 0, 0 und minus 11. Okay, 2 nach oben. Also 98. Oh, 94. Alter. Okay, das klappt. Okay, ist das wirklich 12 groß? Das einfach mal auf 90. Hat geklappt. Oh, aber es ist keine 12 hoch. Was ist das? 1, 2, 3, 4. Es ist nur 8 hoch. So? Oh, ich muss in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier. 91? Alter!
Mittlerweile hört sich auch der Teleport ein bisschen crap an. Kacke. 92. Ich weiß nicht, wie hart ich euch damit auf den Sack gehe, ey. top. Okay, das hat geklappt. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Ha! Ah, da drunter ist eine Leitung. Schade. Oh mein Gott. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was hier so nervig ist. Was ist das andere? Nein. Ach so. Wollte mich schon rauskatapultieren. Nein. Ich wollte mal testen, was man so machen kann. Also. Naja, Internet heute ist schrecklich. Ich wollte gerade sagen, also 50-50 ist es das Internet.
Oder die Voice Mod kann es echt nicht leiden, dass wir uns unterhalten. Da war gestern einfach zu viel. Und heute hat sie gesagt, okay. Ich kick einfach die Leute. Vorgestern ist der Server gecrashed oder war das vor... Ja, keine Ahnung. Aber heute ist auch mein Internet auch nicht das Beste, muss ich dazu sagen. Ja. Schon die ganzen Tage gestern saß ich eine Dreiviertelstunde ohne Internet. Oh mein Gott. Komplett, gar kein Netz, kein Netz. Das geht gar nicht. Also, ich kann schon mal berichten. Der läuft jetzt unten ohne Probleme. Also, ja. Ja, vorgestern ist das Server gecrashed, genau, da durch Kelvin, der hat zu viel, der hat auf sein Schwert zu viel Stuff drauf, dass der zu schnell die Mobs gekillt hat und das hat der, ach Gott. Hat der Server gar nicht gut gefunden. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Oh Mann. Ja, aber der Bilder, der arbeitet jetzt ohne Probleme und ja. Nochmal bitte, das kam gerade an wie ein Roboter bei mir. Keine Ahnung, ob du mich vernünftig hörst, aber ich habe dich eben kurz wie ein Roboter gehört. Also ich höre dich vernünftig. Ich habe meinen Ping gerade gehört. Dein Pisten da hinten, der hat gerade richtig Alarm gemacht. Gott. Hat gerade 1000 Schläge in der Sekunde. Alter, das hat man richtig gehört, wie er das wieder nachsynchronisiert, ey. Wie so ein Maschinengewehr, ey. Oh Gott. Also... Ah, jetzt höre ich dich wieder vernünftig. Ah, super. Der Bilder läuft ohne Probleme und ohne Mucken. Ja. Perfekt, das hört sich doch gut an. Ja, aber... Dass mein Name da Probleme verursacht, auch interessant. Irgendwie komisch, aber naja, gut. Was will man machen? Ne? Muss man das Beste jetzt irgendwie draus machen? Vielleicht, wenn das Modpack aktualisiert wird, quasi einmal komplett mit Server-Aktualisierung und von uns quasi. Das wird ja bis zum Wochenende noch gemacht. Dann kann das vielleicht auch behoben sein. Müssen wir mal gucken. Ja, ich gehe auch davon aus, weil da wird ja einmal dadurch, dass alle Mods ausgetauscht werden, ich denke mal, einmal die komplette Konfiguration überprüft und da werden dann wahrscheinlich solche Fehler einfach aussortiert. Genau, denke ich mal auch. Hoffen wir mal zumindest. Ja, ich hoffe es auch. Aber so ist mir ja erstmal geholfen und ich kann da wenigstens mal ein bisschen weiterbauen. Genau, richtig. Das ist ja die Hauptsache. Genau. Gut, dann will ich mich mal an die Fluorid-Produktion setzen. Ja, mach das. Wenn du mehr brauchst, musst du einfach Bescheid sagen. Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir auch noch viel Erfolg und dann hören wir, gell? Genau, viel Erfolg und danke nochmal für die spontane Hilfe. Ach, gar kein Problem. Wenn du sonst was brauchst, immer Bescheid geben. Ich helfe gern. Jo, mache ich. Dankeschön. Jo, tschüss. Ciao. Ah, das hat mir so den Arsch gerettet. So. Dann holen wir uns hier jetzt noch diese Honey Treatment Slimes. Ja, und der ist fertig. Oh. So, dann können wir Top Dome Solid. So. Bilder. Können wir den eigentlich auch schon anhauen? Treffe ich das Loch? Ja. Ah, hier. Ah, und jetzt kriegen wir eine richtig schöne Koppeldecke. Endlich. Okay.
Was wollte ich noch machen? Ah, ja. Und zwar brauchen wir ja auch noch die goldenen Bienen. Das hatte ich nämlich auch gerade gesehen, dass wir davon keine haben. Hier nochmal Trees 2. So, was jetzt? Diamant. Obsidian, Diamant. Okay. Müssen wir hiervon noch zwei Stück herstellen? Flower. Okay, Cage. Für die Ancient. Guten Abend. Ja, irgendwie sowas. Aber ja, ich habe erstmal Hilfe von René bekommen. Da bin ich heilfroh. Der hat mir ein Bilder gemacht. Anscheinend ist der Bilder, die ich besitze, die sind fehlerhaft. Und er hat mir dann einen gecraftet und der hat instant funktioniert. Also richtig nice. Voll geil. So. Ja, dann können wir mal eben nach den Bienen gucken. So. So. Productive. Bauen wir hiervon noch 10? Nee, 8. So. So, und damit müsste jetzt eigentlich, ja. Ich hatte mal nachgeguckt wegen unseren Crashes von gestern. Der Update-Stand von der Version, worauf wir jetzt hier gerade spielen, von ATM9, ist nicht mehr ganz kompatibel damit. Also das kann sein, dass es dann, wenn dann zum Wochenende hin neue Updates produziert werden, dass wir dann wieder auch Okkultismus machen können. Genau. Okay. Was wollte ich jetzt genau? Slime. Gold. Cages. Oh. Gold. Ender Lapis Gold. Brauchen wir normales Prismarin?
Reading eyes any flower? Dann will der nicht? Ja. Oder ein Fall für Carsten Stahl, unseren Mobbingbeauftragten. Das könnte auch gut sein. Nee, aber ich glaube, der ist Mobbingbeauftragter fürs Land oder so. Fürs Land Berlin, glaube ich. Irgendwie sowas war das. So. Er sagt zumindest, er ist der Beste. Au. Mein Popper ist... So. Okay. Building Gadget. Den nehmen wir. Und den tun wir erstmal weg. Dann nehmen wir, keine Kaktusse. Wer Cobblestone einfach. So. So, das wird unsere Baugrundlage. So, ich wollte nämlich jetzt mal gucken, wie ich den Turm am geschicktesten baue. Mit dem Innenleben. So, die Kanten müssen raus, weil da kommt Wasser rein. Da. Was nehmen wir denn da am besten? Wall finde ich kacke. Ich würde es auch kacke finden mit den Frames. Kann ich stehendes Slab? Gibt es sowas?
die man da einfach ansetzen kann. Anscheinend nicht. Das Einzige wäre wirklich hier mit Frames irgendwie was und Frames hier und dann so, obwohl wenn ich Panel. Obwohl, wir könnten auch Trapdoors nehmen. Dann einfach Dark Oak und dann setzen wir die einfach so ran. Da ist das Wasser drin. Und dann haben wir außenrum eine Verzierung. Hier hätten wir Laufwege. In obwohl, wenn wir Dreierbreite nehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen, Dankeschön, Josephine98. Willkommen im Chaos. So. Ich versuche gerade designtechnisch irgendwie was umzusetzen, was ich hier als Turm nehmen kann, was ich hier ransetzen kann. Aber da bin ich, habe ich noch nicht so recht die Idee. Aber da sammeln sich nach und nach Ideen. Aber so ist erstmal so ein paar Sachen geplant. Und zwar will ich, dass der Innenbereich vom Turm ein Feld ist, was automatisch geerntet wird. Und das dann hier so hochstacken. Dann außen mit Wasser, den Lilypads of Fertility dran. Und ja, genau, irgendwie so. Dann auch Glowstone um drauf, eine Dim Chest und ein Pylon mit Sachen drin. So.
Cage. Diamant. Any item. Ah, er hat verbraucht. Oh Gott sei Dank. Okay. Slime Bees, Gold Bees und Ancient Bees laufen durch. Nice. Okay. Wie sieht der Craft da unten aus? Der Bilder meine ich, sorry. Alles zu. AWD. Ja, und jetzt ist hier fast alles zu. Oh, genau der Abschluss, den ich gesucht habe. Nice. Verschwindest du auch? Ja. Okay, wahrscheinlich ist gerade mein Concrete leer gegangen. Dust. 9000 Stück haben wir schon. Okay, da sind jetzt ungefähr über 24 Stunden 6000 dazugekommen. Das passt. Ja, das kann man schon mal machen. So, also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slime, wir brauchen Gold, 6 Stück, und wir brauchen, wie hießen sie noch, ja, Ancient Hunt, ja, okay. Oh, nee, die waren falsch. Oh. Oh. 5. So. Also. Dann fangen wir hier an. Das gibt jedes Mal eine Sim dazu. Hier setzen wir mal zwei Paare, wie heißen sie gleich noch, normale Bienen hin. Ja, das können wir machen, damit wir mehr Waben bekommen, weil davon haben wir reichlich wenig. So. Bee. Rummelbee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir kriegen halt 200% mehr Output, ne? Das ist natürlich auch nochmal was Interessantes für die Bienen hier.
sehe eben noch den Rest von oben. So, damit das dann natürlich aussieht. Oh. Ich habe mich gerade schon gewundert, was stirbt denn hier gerade? So. Der sieht fresh aus, dann können wir den ja schon mal abbauen lassen. Wie viel fehlen uns denn dann noch? 2, 4. Okay. Fresh. Können wir auch nochmal vermehren. Sieben, eins, vier. Oh Gott, ich habe keine Blumen mehr. Okay, dann kommt wahrscheinlich als erstes die Slime-Bee. Damit ich schneller an die Waben rankomme, an die normalen. Weil auch wenn ich die modifizierten Bienen verändere, es kommt immer irgendwie ganz, ganz selten eine normale Wabe raus. Und die normalen Waben brauche ich für die ganzen Upgrades und Bauten und. Und damit machen wir dann einfach unser System voll. Hatte ich jetzt gedacht. So. Slime. Die heißen wahrscheinlich Slimy Bee, ne? Wenn schon, denn schon. Aber die Überlegung war auch, das wollte ich noch mit anderen Bienen ausprobieren. Die müssen nicht unbedingt irgendwas produzieren. Aber vielleicht hier links und rechts und links einen so einen Hyphen zu stellen. So eins. Randvoll mit Bienen. Und die dann einfach hier rumfliegen lassen. Irgendwie sowas.
Siehst du? Jetzt fehlt mir hier schon wieder ein ganzer Haufen Honeycombs. Clearing. 1 hoch. 78 und 78. Wo befindet sich das denn? Ja. Ach, ich muss erstmal einfach mal eine Box auswählen, weil sonst sehe ich den Kram nicht. Wow, als ob ich das geplant habe. Nice. Dann setzen wir den noch um einen nach unten. War das richtig? Ja. Können wir hier einmal eben gucken, wie das aussieht. Als... Zylinder, genau. Jetzt kommt's. Okay, machen wir noch ein schmaler, würde ich sagen. Oh. Oh. Okay, verdammt. So. Ja. Wieso will der nicht? So. Ah, irgendwie klappt das schon, vielleicht, glaube ich. Okay. Nice. Okay, wir haben überall eine Lücke, hier sind die ein bisschen größer, aber wir haben hier überall den einen Abstand. Und es sieht sogar gut aus. Okay. Also können wir jetzt auf ...96 umstellen. 96. Und dann ready or not. Müssen wir doch so machen. Okay, wir müssen dann einfach da, wo das vorguckt, einfach Concrete vorpflanzen.
Dann kannst du endlich den dritten Stern quetschen. Ah, okay. Nice. Aber das muss auch voll das Power-Upgrade dann geben, ne? Ah. Okay, also hast du das Viech noch nie irgendwie draußen rumlaufen lassen? Und dann kriegt das jetzt einfach Level durch das Entsaften oder wie? Ich muss mir, glaube ich, den Bild einfach hierher holen. Okay. Da steige ich nicht durch. Aber. Und mit jedem Level wirst du das Partner-Level. Ja, genau. Das Partner-Level dann auf Stufe 2 oder 3, ne? Aber, hast du mal geguckt, wie sehr das Ganze, das Endlevel beeinflusst? Sag jetzt mal, wenn du ein Level 1 Viech wirklich mit 4 Sternen versiehst und dann hochskillst, oder ist das wirklich egal?
Ah, okay. Wäre jetzt natürlich interessant gewesen, wenn das auch irgendwie anders geht. So. Ich glaube... Okay, und so kann man dann hier durchlaufen. Nein. Okay. Das ist nett. Da kann man ja nicht meckern, ne? Alter! Obwohl, wenn du irgendwie 20, ja, okay. Aber wenn du irgendwie 20 Brutmaschinen oder so setzt, das dürfte doch auch gehen, oder? So. Nächsten setzen wir dann 1, 2, 3. Dann wirklich hier? Ja, weiter hier dann, ne? Ja.